So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier runterkommen. Ne? Mal gucken, mal langsam hier voranlaufen. Schauen, wenn wir runterfallen. Also, wir sollten vielleicht gucken, dass wir einmal noch ein bisschen mit Luft machen. Ne? Okay. Aber wir haben gar keine gebaut. Wir haben zwar Zeug letzte Folge gemacht oder so, aber dann, ja, haben wir Verbindung bauen. Komme ich hier noch nicht mal weg oder was? Jetzt habe ich mir so eine schöne gerade Straße hier gebaut, ne? Und dann kommt sowas, dass ich hier nicht durchkomme. Ah, jetzt hat es geklappt. Okay, da ist glaube ich Ende, oder? Kann das sein? Okay, wir sind in einer Höhle gelandet dann. So, jetzt sind wir unten. Eisbrocken, Mineral. Okay, da brauchen wir Sprengstoff für, den wir tatsächlich sogar dabei haben. Okay. Glaziogehäuse und Hämatit gab es noch. Brauche jetzt nicht wirklich, oder? Ist das für ein dickes Ding hier? Kann man das abbauen? Nee, ne? Sieht schon komisch aus, ne? Einfach nix, ne? Ist eine Station. Aber die bringt mir nicht wirklich was, ne? Eisbrocken, Mineralen. Dahinter ist Quarz. Also auch nichts für jetzt gerade. Warte mal. Das Ding stellen wir hier so hin, weil da kann ich dann besser reinfallen. Hier irgendwo Leben finden. Das sieht alles nicht nach Leben aus. Schade, ne? Und jetzt haben wir kein Ding ins Pömpel mehr. Kann jetzt auch keinen Sauerstoff hier mehr produzieren. Hier geht es wieder runter. Kann hier aber auch nichts entdecken. Hier gibt es wahrscheinlich Biomasse. Organische Ressourcen. Ja, ist nichts mit. Sag schon Sauerstoff. Hier vorne war irgendwo, glaube ich, Gemisch, ne? Ist das hier? Nix. Gemisch, da ist Gemisch. So, das muss erst reichen. Jetzt gehen wir der Linie wieder nach. Und schauen weiter in die Höhle rein. Titanit. Da haben wir auf jeden Fall Harz. Laterit. Keiner mehr da, keiner mehr da. Müssen wir wieder bauen. War das ein Schock für mich?
Ja, wir sind jetzt hier am Zug und die Lok kann nicht fahren, weil sie keinen Treibstoff hat. Aber wir müssen irgendwie Treibstoff demontieren. Das steht hier, kann bei Bedarf zu Treibstoff demontiert werden. Das wird jetzt unser Ziel sein, das hinzukriegen. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich das tue. Zuginventar. Vielleicht hier. Wo ist denn das Holz? Fleisch, Holz. Gegenstände demontieren. Nummer 30. Ist das schon erledigt? Ich glaube schon, ne? Okay. Das würde bedeuten, wir können weiterfahren, oder? Ach so, Pause ist drin. Schauen wir mal, dass wir hier wenigstens hinkommen, ne? Weiß auch nicht, wie viel das reicht. Okay. Mirage, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. So, Zug hält an. Hilfe ist unterwegs. Hauptmann Langers hält alle militärischen Regeln ein, die er als den Abteil betritt. Nachdem er an der Tür geklopft hat, meldet er seinen Namen und Rang und bittet darum, eintreten zu. Du hast den Eindruck, dass einer deiner Fraktion testen will. Treten Sie ein. Als Langer eintritt, salutierst du und er wieder deinen Salut. Er warnt deine Haltung, bis du ihm Befehl gibst, sich zu rühren und zu sprechen. Auf was sein Ge sind neutral, sodass du nicht darauf schließen kannst, ob du eine Aufforderung erfüllst oder nicht. Naja, sie sollten diese Gelegenheit. Langer merkt für seinen Versprecher und kuriert sich. Können diese Gelegenheit nutzen, den Plakaten und den Einheimischen zufolge sind viele Dörfer der Nähe auf Hilfe angewiesen. Der Krieg hat diese Wegen der Arbeitskräfte geraubt. Die Roten nutzen das aus, um die Leute auf ihre Seite zu ziehen und neue Anhänger zu gewinnen. Das können wir auch versuchen. Finden Sie ein Dorf und markieren Sie es auf der Karte. Ich habe bereits eines gefunden. Er markiert den Ort auf der Karte. Bitte um Erlaubnis wegzutreten, Major. Es gibt ihm die Erlaubnis, er salutiert erneut und geht. Hilfe ist unterwegs. Okay. Wo ist es markiert? Das hier wohl, ne? 6. Truppe auswählen. Wen nehmen wir noch mit? Das waren sie. Aber ich glaube, dann nehmen wir hier den Jäger mit. Als Sanitäter weisen wir den mal zu. Müde. Minus 1 auf alle Attribute. Egal. Bestätigen. Einsetzen. Und laufen lassen. Vor euch seht ihr ein friedliches Panorama. Die Herbstbrise weht spielerisch durch die Grasfelder. Aus der Distanz wirkt das Dorf wie eine Idylle, ländliche Idylle auf einem Gemälde. Deine Soldaten gehen langsam darauf zu. Jemand muss sie gesehen haben, denn bevor sie das erste Haus erreichen, kommt ein alter Mann auf sie zu. Er hat die Arme weit geöffnet, um zu zeigen, dass er keine Waffe bei sich trägt. Major, ich bin der Bürgermeister dieses Dorfes. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Vlast Boras. Wir sind hier, weil euer Dorf zusätzlich Unterstützung braucht. Wir wollen helfen. Der Bürgermeister mustert euch skeptisch. Warum solltet ihr das tun? Wir können euch für eure Dienste nicht viel bieten. Wir haben gehofft, Leute zu finden, die sich nach einem sicheren Zuhause außerhalb der Stadt und einer einfachen Mahlzeit für ihre Dienste suchen. Wir wollen den Menschen bloß zeigen, dass nicht nur die Roten der Einheimischen helfen und wir brauchen Nahrung für unsere Reise. Der Bürger wirkt nicht überzeugt. Er blickt zurück zum Dorf. Offensichtlich denkt er an alle Dinge, die von Wintereinbruch erledigt werden müssen und an die fehlenden Arbeitskräfte. Also Arbeit gibt es genug und mangelt es im Dorf an einsatzfähigen Männern. Sascha könnte vielleicht helfen, doch er ist nirgendwo zu finden. Sucht nach ihm, falls er nicht von selbst kommt. Ein hoher Zaun ist reparaturbedürftig. Es müssen einige schwere Kisten getragen werden und in der Kirche gibt es kein Wasser. Mit euren Fähigkeiten könnt ihr euch außerdem um das Wohl
Wolfsrudel kümmern, das hier durch die Gegend streift. Wenn ihr das tut, lege ich bei den anderen ein gutes Wort für euch ein, aber viel zu essen kann ich nicht versprechen. Einer der deiner Soldaten gibt den Befehl zur Arbeit und sie gehen weiter Richtung Dorf. Fortfahren. Wasser rein. Hier müssen wir das auch noch machen. Wasser rein. Hier habe ich jetzt gar kein Gesetz, ne? Warte, das müssen wir auch noch machen. Wasser rein. Das passt erstmal. Und hier links muss auch noch was gebaut werden. Prio hoch, Wasser rein. Prio hoch, Wasser rein. Wieso ist das jetzt hier gerade weg gewesen? Das war doch gerade grün noch, oder? Oh, ich habe die Dingens aus Versehen irgendwie falsch gemacht, kann das sein? Okay, kommt das Wasser wieder. Habe ich die Prio überall hoch gemacht? Nee, hier nicht. Baustelle hoch. Da auch noch nicht hoch. Das muss hoch. Noch anderthalb Tage. Und hier haben wir jetzt das runtergemacht, damit ganz viel durchfließen kann. Ne? Und nachher müssen wir es wieder hoch machen, damit da nichts mehr durchfließt. In der Hoffnung, dass es mit der Vollflut uns nicht irgendwo überall trifft. Ne? Hier ist noch ein Damm, okay? Da ist noch kein Rohholz. Habe ich die Leiter gehabt oder habe ich das Unterteil gehabt? Ich habe das Unterteil gehabt, okay. Ja, er hat immer noch nichts zu tun, weil hier noch nichts passiert. Okay, ist halt so. Läuft erstmal, oder? Das ist eine Bank. Okay, die ist jetzt nicht wichtig. Er produziert hier und ja, Holz haben wir genug. Die Bretter sind das Problem, ne? Sehen wir irgendwo Bretter? Hier, ne, oder? Ne, auch Rohholz. Ein Bretterstapel, haben wir den irgendwo? Ja, dieses ist, da fehlt uns die Zahnräder, die müssen wir auch noch produzieren, dann als nächstes wahrscheinlich. Ah, guck mal, jetzt ist hier schon was gebaut worden, ne? Ah, ich weiß nicht. Ja, wir können das ja mal höher machen hier. Nicht ganz hoch, sondern nur ein bisschen hoch, ne? Vielleicht klappt das ja dann. Ja, er holt auf jeden Fall viel Wasser. Das ist schon mal auch ganz wichtig. So, Vorräte sind schon mal da. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Faulflut dauert. Keine Ahnung. Aber hier das Windrad funktioniert jetzt, ne? Bauschutt. Weg damit. Das läuft erstmal, aber wie lange? Haben wir denn hier ein bisschen was eingelagert? Ne, ne, das ist noch gar nicht fertig geworden. Ja, dann haben wir noch genug. Ich weiß nicht, ob wir da wieder runterkommen, aber das ist halt dann so. Und ich glaube, das wird alles schlecht hier, das Essen, ne? Voll sind in unser Lager. 336, da ist nicht ganz viel drin, aber das ist voll das Lager. Ich glaube, das mit dem Lager ist jetzt nicht so wild. Hier sind auch noch welche, ne? Mittleres Lagerhaus und das ist gelbe Teichrose schon dran. Okay, da haben wir ja doch welche. Ah, wird schwierig. Und 0,4 noch. Hier hätte noch ein bisschen mehr Wasser reingekonnt. Ja, die bringen auch tatsächlich das Wasser rein, aber von ganz woanders kommen die und machen das da rein. Auch gut, ne? Weil hier keiner drin ist. Ey, super. Aber ist ja nicht schlimm. Hauptsache es wird voll gemacht. Und am besten überall, ne? So, noch 0,2, dann kommt diese Faulpest. Hier ist voll. Mal schauen, wie wir diese Flut überleben werden. Ich habe keinen blassen Schimmer.
Warte mal, hier gab es doch Kupfer oder so, ne? Okay. Ist das? Schrott und hier haben wir noch Kochzutaten. Sojasauce, okay. 118. Da ist ein Hai, da ist noch einer. Ugh. Beide brauche ich jetzt aber nicht. Okay, er ist weg. Da oben ist noch einer. Vielleicht sollen wir den mal jetzt angehen hier, oder? Der will mich beißen, ne? Titan-Drückerfisch ist das gewesen. Okay. Der war aber groß. Da muss ich doch einige Portionen rausgeben, oder? Und das hier, das Netzding, das ist ja cool, ne? Würde mich jetzt noch interessieren, ob man auch so einen großen da reinkriegen kann, ne? Jetzt nehmen wir mal gerade hier den Sauerstoff einmal. Da gibt es noch Munition. Da ist ein großer. Hat er mich erwischt, ne? Doof. Ich habe einen schlechten Winkel dafür, aber ne? Hm, den wollte ich eigentlich nicht damit haben. Ich wollte den großen da unten haben. Der geht auf jeden Fall, okay. Habe ich noch einen Schuss? Ja, dann nehmen wir den doch noch mit. Oh, der zerschellt da. Okay, und ich bin auch viel zu schwer, das heißt, wir tauchen auf. Kleine Netzkanone mal completed, okay. So, Tour 11 war das. 21 Grad, es war sonnig. Zeit haben wir 12 Minuten verbracht. 83 Meter tief getaucht, 89 gefunden. 29 gefunden, 6 gefangen. Größter Fisch ist der Titan-Drückerfisch und dann haben wir dieses Schrott und so weiter und so fort noch gesammelt. Okay. Das sind die Fische. Sehr interessant. Und noch ein paar Zutaten hier. Ja, schließen wir den Tag ab. Nein, gehen wir nach Brancho. Brancho, Sushi. Aha, die Leute kommen schon, oder? Nee. Ein VIP ist erschienen, Vincent Gourmet. Hallo zusammen, hier ist Julie von der Fernsehsendung Die besten Sterneküche. Heute bin ich in einer Sushi-Bar direkt an der Küste, die auf Cookstar gerade in aller Munde ist, und zwar mit Brancho Sushi. Diese Sushi-Bar ist berühmt für ihre ausgefallenen Sushi-Gerichte und bei uns ist heute Sushi-Experte Vincent Yamaoko. Vincent Yamaoko, genau, richtig. Was ist eigentlich Sushi? Sushi ist eigentlich ein recht einfaches Gericht. Es besteht nur aus Reis, Essig, Wasabi und Fisch. Alles hängt von diesen Zutaten ab. Allerdings bedeutet einfach nicht einfach zuzubereiten. Also, es kommt auf die Qualität der Zutaten und wie sie aufbewahrt werden und greift sind, wie das Fisch geschnitten und der Reis gekocht und geformt wurde. Gutes Sushi zuzubereiten ist eine wahre Kunstform. Ja, ich verstehe. Was denkst du über das ausgefallene Sushi, für das Brancho Sushi bekannt geworden ist? Die Zutaten für Sushi sind längst etabliert. Das wäre der Thunfisch, der König der Fische und von ihm allen das Bauchfleisch.
Dann die japanische Flunder und der Gelbschwanzmoorkehle und mit weißem und rotem Fleisch, alles altbewährte Zutaten, verstehst du? Dass man es trotzdem wagt, von diesen Zeit der Edo-Zeit übliche Zutaten abzuweichen, zeigt eine gewisse Respektlosigkeit, auch wenn es vielleicht gut schmecken mag. Du hast einmal die California Roll als Möchtegern-Sushi bezeichnet. Da sind wir jetzt besonders gespannt, was deine Meinung zu Bancho Sushi ist. Also gut, beginnen wir doch mit dem Star der heutigen Show. Dies ist Bancho, der Eigentümer. Das kommt alles so plötzlich. Also ich bin Ban. Er ist ein bisschen wortkarg. Das kann nur heißen, dass er durch seine Kochkunst spricht. Von der Sushi-Bar gibt es eine grandiose Aussicht auf das riesige blaue Loch und der Koch scheint ein Meister seines Fachs zu sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Essen hier schmeckt. Vincent, was meinst du? Mehr wert ein Restaurant auf das Äußliche gelegt, umso weniger interessiert mich seine Gerichte. Du da, Bancho, oder? So heißt du doch. Lass mich mal sehen, was du so bietest. Mal sehen. Bring mir etwas, was mich überrascht. Warum Vincent fordert heute wohl sein Glück heraus? Er hat gerade dem Koch die Entscheidung überlassen. Ich kann hier nicht einfach sitzen und deinen Worturteilen zuhören. Gib mir 2 Tage, ich werde dich bestimmt schockieren. Ein Duell zwischen einem traditionsbewussten Gemüse und einem experimentellen Koch, das wird noch spannend. In der nächsten Folge werden wir live auf Sendung sein. Nicht vergessen, schalte wieder ein, die besten Sterneküche. Die Möbel sind woanders drin. Ich glaube, wir haben alles einzulagern in diesem großen Haus jetzt. Gut. Wie sieht es hier aus? Hier fehlt sowieso was. Ah, 13 von 15 Stühlen. Es geht schon mal vorwärts. Da ist der letzte Stuhl. Jetzt geht der Baufortschritt los. Ja, so bauen es endlich fertig. Jetzt räumen sie intern irgendwas frei noch, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Ach, die plätten den Boden wahrscheinlich. Okay. Zu wenig Arbeit dazugewiesen. Wissenschaftler 10 können da rein. Wow. Ich würde jetzt tatsächlich hier einen rausnehmen. Hoffen, dass hier einer reinkommt. Ist aber nicht so. Weil wahrscheinlich auch keine Wissenschaft geforscht wird. Das müssen wir dann als nächstes machen, ne? Papierherstellung. Ist das von unten nach oben oder von oben nach unten? Ja, von oben nach unten. Ausgebildete Geschmäcker. Schaltet frei. Durchlasskanal, Wasserpumpe, Kanal, Burggraben, Teich, Schwimmbad. Wasser hört sich so an, als ob wir das brauchen, ne? Bühne. Essensstand, Verbesserung 1, okay. Na, warte mal, wir scrollen mal erstmal ganz hoch. Brauerei ist jetzt, glaube ich, noch ein bisschen früh. Die Bäckerei wäre natürlich vielleicht besser, ne? Köhlerei und Erdschmelze. Nee, da sind wir noch nicht so weit. Weberei auch noch nicht. Stufe 10 zugewiesen. Fischfangmethoden. Tierzuchtmethoden. Baltimeister. Pflasterstraßen. Belagerungswaffen. Waffendienst. Aber welche Dienste hatten wir schon von gesprochen? Hier würde die Forschung sich verbessern. Schaltet freie Schule. Papiermacher. Rein theoretisch würde ich das ja hier favorisieren, ne? Aber da ist ein Schloss irgendwie dran, ne? Stufe 3 kostet 100 Forschungspunkte, aber wir haben keinen einzigen Forschungspunkt wahrscheinlich, ne? Verfügbar 0, alles klar. Ja, die Minen brauchen wir jetzt nicht. Noch nicht. Ja, hier wäre dann das Sinnigste vielleicht, dass der die Effektivität weiter steigert, ne? Ja, aber da kommen wir gerade nicht weiter. 1,57, 1,18. Wird hier geforscht. Stimmung 93%. Es ist kein Wissenschaftler da. Tja, das ist schlecht.